Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 154. Wir sind immer noch an Wildrocks töten. Wie eh und je. Aber nur noch zwei Stück. Und dann haben wir die nämlich auch geschafft, die Quest. Und dann können wir gleich auf dem Weg nach. Nach unten, wollte ich gerade sagen, nach hinten. Mal gucken, da hinten müsste nämlich der Elite vor dem Kronhofen stehen. Ob wir den hinbekommen. Das wird interessant. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der arme Freund kriegt's immer auf der Nase her. Können wir nämlich zusammen essen, trinken und dann gehen wir auf die Suche. Da steht ein Bommelschwanz im Gesicht hängen. Weiter die Oger killen. Würde sagen, auf einmal genommen. Aber schnell kann ich gar nicht die Falle stellen, wie der ankam. Und manchmal ist es einfach nur dasselbe Rumgemetzel bei WoW. Da von 100, da von 1000. Ich habe letztens habe ich mir so ein paar andere MMOs angeguckt. Da gab es eins, das war auch kostenlos, aber ich habe den Namen vergessen. Sagten die auch, das Spiel ist im Prinzip kostenlos. Man kann sich Sachen kaufen oder man macht alles ohne was zu bezahlen. Da muss man beispielsweise 1000 von den, ich sag mal, Wölfen töten, um irgendwas Tolles zu bekommen, oder man kauft es sich für 3 Euro oder 4. Weiß nicht. Die Frage, wenn man wirklich so ein Spiel spielt, zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang Star Wars gespielt. Star Wars Online. Das fand ich auch nicht schlecht. Da hatte ich mir damals auch dann diesen Premium-Zugang geholt, damit man die Leisten und so verschieben kann und etwas schneller levelt. Ich habe mir gesagt, ich hatte damals für WoW bezahlt, warum soll ich dafür dann auch nicht, ich glaube 5 Euro oder 6 Euro waren es.
Fand ich dann auch total okay, aber dann habe ich, glaube ich, einen Monat oder zwei gespielt. Dann fand ich es irgendwie wieder langweilig. Das Problem, was ich irgendwie sehe mit anderen MMOs, ist, wenn man einmal WoW gespielt hat, ist es, finde ich, schwierig, irgendwas anderes anzufangen, weil man ist recht verwöhnt von dem Spiel hier. Weil das Spiel, das hat eigentlich alles. Ist jetzt nichts, wo man sagen würde. Vor allem die Steuerung gefällt mir sehr gut. Und die Spielmechanik. Ich habe vieles an Spielen ausprobiert, an MMOs. Age of Conan habe ich ausprobiert. Das war jetzt nicht so das. Skyrim habe ich gespielt. Ging so. Wie ist dieses Spiel? Ion habe ich gespielt. Wildstar habe ich gespielt. Dragon, irgendwas mit Drachen, wo man so Drachen zählen muss, habe ich gespielt. Die waren zwar alle ganz toll, aber es war nicht so das Wahre. Ich fand, die sahen alle sehr ähnlich aus, so japanisch angehaucht, so Manga-Style-mäßig. Aber WoW ist immer irgendwie was anderes, ich weiß nicht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es erklären soll. Was das ausmacht. Vielleicht, wenn man schon lange so lange spielt oder weil es das erste Spiel war, womit man MMO-technisch angefangen hat. Das ist die Frage. Weil viel großartig verändert hat sich das Spiel, also das WoW nie, finde ich. Die Grafik ist ein bisschen besser geworden, die Talente haben sich was geändert, aber so am Spiel, an der Spielmechanik hat sich nie was geändert. Ich denke, darum ist es auch so erfolgreich. Weil das auch recht simpel ist. Weil mittlerweile in Legion ist es noch simpler. Aber es ist immer noch ein gutes Spiel. Im Moment bin ich im Überlegen, ob ich mir The Witcher holen soll. Das finde ich ganz, oder sieht ganz gut aus, aber bin noch am Überlegen. Tja, unser Magierfreund hier, der hat bald eine, hat bald Frostbeulen an den Zehen. Schon mal angreifen. Ich glaube, das mit dem Schlüssel ist irgendwie ein Bug, weil wir haben die Quest ja mittlerweile abgegeben und komische Schlüssel droppen immer noch.
Uiuiui. Ah, ich will immer das Erz abbauen, aber dazu fehlt uns eine Kleinigkeit, so bergbaumäßig. Klar. Ja, warum nicht? Hat auch nichts Besseres zu tun. Wir haben noch nicht mal einen Heiltrank oder so. Doch, haben wir wohl. Ha. Warum hast du mich, Alter? So. Hey, was sind hier gut? Noch einen, glaube ich, weiß ich nicht, ob es noch einen toll wäre. Puh. Also, das war echt krass. Mann, Mann, Mann. Aber wir haben es geschafft. So, kann ich schon angreifen gehen? Weiß gar nicht. Nö, wir haben immer noch keine Trefferwertung. Fast gedacht. Wäre auch zu schön gewesen, einfach nur hier gerade zu dem zu laufen. Aber dann haben wir 24, 24, 25. Okay, passt. Eben kam dieses komische Geräusch. Das hat irgendwie entzaubern oder entfluchen. Den einen holen wir uns noch da, dann haben wir die Quest auch fertig. Oh, da haben wir schon, ne? Sehr gut, haben wir das geschafft. Schwingen wir uns auf den Tiger. Und wo müssen wir dann hin? Schlammbesudelte Kerne. Ah, okay, das ist hier unten. Das sind die. Ja, das sind diese komischen Wasserelementare. Oh. Wasserelementare. Gut, dann würde ich sagen, die können wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play BoB The Burning Crusade. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein.
Abo da, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Go WoW und auf Wiedersehen.